So, herzlich willkommen zu Super Ghouls on Ghost. So, wir wollen keine Videos sehen, wir wollen gleich anfangen. So, und auf geht's, ready, go! Wir sind der furchtlose Krieger, der die furchtloseren Zombies killen muss. Und wir geben uns echt sehr viel Mühe. Oh, die Zombies lauern überall. Nein, ich werde meine Rüstung verlieren. Jetzt sehe ich aus wie Chuck Norris. Jetzt kann mir nichts passieren. Chuck Norris mit Blut wie mit Herz und Darmschau. Wer kann da widerstehen? Das war immer genial. Und weiter geht's hier. In den düsteren Katakomben. Ja, warum praktisch? Jetzt haben wir schon wieder unsere Lanzen. Nenn mich zwei Lanzen. Oh Mann, die Lanze, die wollte ich doch gar nicht haben. Oh, riskant. Sehr riskant. Und eine neue Rüstung. Für Chuck Norris. Jetzt bin ich nicht mehr Chuck Norris, jetzt bin ich Sir Lancelot. Mit dem bärtigen Bart der Bärte. Das Bart des Tausend. Bart des Tausend, so. Könnten wir alle nicht sagen. Sag's doch, keiner kann mir was anhören. Weiter geht's. Oh, was ist jetzt los? Und wir springen über die Klippen hinüber und ja, ausgerechnet da, wo wir stehen, wird das Wasser nicht aktiv. Oh. Sehr scheiße gelaufen. Ja, was soll ich denn machen, Leute? Oh, ich lebe nicht. Nein, ich lebe nicht mehr. Und nächste Runde. Und wo fangen wir an? Natürlich vorne. Nur allein, weil wir es können. Na, schöne Sache. Warum ist er auf einmal so groß?
check ich ja nicht. Ist ja auch eigentlich egal, wer hier groß ist oder nicht. Ich werde euch trotzdem alle platt machen. Der war hier auf Augenhöhe. Scheiß Zombie dazwischen gewesen, wärst du im Arsch gewesen. Nee, die will ich nicht haben. Sag mir, na fuck, ich hab eine Lanze. So ein bisschen schwer, ja. Ich hab eine Lanze in der Hand. Hallo Prinzessin, ich hab eine Lanze in der Hand. Prinzessin, was sagen Sie zu meiner Lanze? Nein, oh Gott, oh Gott. Die sind schon cooler, die, ne? Doppelherz, Doppelsprung. So, diesmal riskieren wir das ja nicht. Diesmal scheißen wir einfach mal drauf. Das ist schon sehr riskant hier, das muss ich sagen. Oh, Tumore der Finsternis. Komm zu mir. Gleich runterkommen, ja? Aber ich scheiß mal drauf. Ey, das war scheiße. Das war richtiger Bullshit. Nein! Ich bin tot. Der scheiße gewesen. Der war richtig kacke. Hole sich bald meine Waffe. Das gefällt mir schon mal. Und ich glaube, wir haben ein Leben bekommen. Ja, warum kommt die jetzt? Rüstung hier verlieren? Ja, war mir so klar. Da werden wir das gut ausnutzen. Da warten wir jetzt mal. So, weiter geht's. Das nächste Kapitel haben wir abgeschlossen. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Der böse Vogel. Ich werde dich kaputt machen. Komm mal! Was ist denn nun? Ah toll. Der eierspuckende Vogel. Ich dachte mal für Gelegenheit. Spucken die denn nicht?
Also sag mal, so eine Herausforderung sehe ich gerade. Oh Gott! Der war scheiße. Da hätte ich mal richtig in die Enge drin lassen. Also den Vogel werden wir auf jeden Fall besiegen. Was ist denn das Wort? Den Vogel? Oh, oh. Warte mal, was ist da oben? Was ist denn da? Ich kann ja sehen von mir. Nein, nicht die Lanze. Scheiß Lanze. Ja, was soll man machen? Nochmal zurück werde ich nicht. Oh, der war elegant. So, jetzt zeigen mich größere Chancen, diesen Vogel zu besiegen. Und wir schauen mal gleich, ob es klappt. Na komm schon. Oh Gott. Du, ja, ist klar. Weil ich auch unter dir stand, wa? Das war schon? Ja, der ging ja schnell. Zeig mal richtig Messer heben. Ich hab mal richtig Messer heben. Ich hab ihn gemessert. Ready to go. Eine Sense, der Sensenmann ist da. Denke ich mal irgendwo auf mein Haupttier. Und runter mit dir! Also das auf... Der ist auch ein bisschen mutiger hier. Den lasse ich da auch mal niedrig sein. Aber die Kisten, die sind noch so ein bisschen heuer im Wind. Aber man sieht doch gleich, dass sie jetzt an der Kiste sind. Das ist ein Rappe in der Kiste. Was gibt es Leckeres? 200 irgendwas. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Fünfhundert von irgendwas. Und da Bosswasser. Die Fluten des Garns. Ich kann nicht runterfallen. Ich kann das Ding sogar ein bisschen steuern. Oh yeah.
gerade für 5 Sekunden abgelenkt. Immer dieses Fernsehen. Sollte den Fernseher ausmachen. Nebenbei. Das ist ja cool. Hat der Eiger mal gerade richtig Glück gehabt. Diese Elo-Runde fertig zu machen. Wenn ich tot bin, ist es leider vorbei. Aber wie gesagt, ihr könnt euch ja nur downloaden. Das ist wie gesagt bloß ein Vorgeschmack halt, wie es früher mal war. Wie geil die Spiele eigentlich mal waren. Ich hoffe, dass sie halt ein bisschen wieder beziehungsweise dass ihr vielleicht ein bisschen wieder gefallen hat, findet. Ja, und ich sag mal jetzt in dem Sinne, ist ja eh Game Over. Passt ihr dir. Goodbye, Leute.